Also USAC-PMCs, PMCs mit Pistolen, Gas Analyzer und Iskra, Rationspackungen. Und dann noch diverses Zeug, um das Versteck auszubauen. Und zwar vor allem das verdammte Baumaßband. Und ich gehe in irgendeinen, der jetzt mir hier keine Zombies anzeigt. Das letzte Mal schon gegen Zombies gestorben. Keine Lust, dass mir das nochmal passiert. Alles versichert. Und damit, hi. Schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Tarkov geht weiter. Die Quests habe ich euch gerade gesagt. Schauen wir mal, wie es diesmal läuft. Okay, ihr habt auf jeden Fall ein flüssigeres Bild. Das ist schon mal was. Und bei mir sieht es auch ganz gut aus bisher. Mal gucken. Alles klar. So. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Iskra und eventuell Kekse. Warte, aber hier kann ich auch irgendwo Iskras finden, ne? Zum Glück habe ich den Feuermodus gecheckt. Der war nämlich nicht auf Vollauto. Ich hab's schon wieder vergessen. Gas Analyzer, Iskra und Kills. Und eventuell ein paar Kekse. Ich habe keine Heilung mitgenommen. Oh Gott. Warum bin ich nur so ein Noob? Okay, Medical. Medical. Wo kriege ich Medical Stuff hier auf Interchange? Da. Guck mal an. Keine Ahnung. Kommt schon irgendwas zum Heilen, bitte. Ach, Scheiße. Was bist du denn? Schrot. Devastator. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, ob die was kann. Mist. Im Medical war kein Medical. Wo finde ich Medizin auf Interchange? What the fuck? PPSH. Ah, alles Schmutz, lassen wir es hier. Wo finde ich Medizin auf Interchange? Das ist die große Frage. Hier nicht auch ab und zu mal Heilung drin sein? Nope.
Am besten wäre es, wenn ich jetzt einfach irgendwen erwische. Bitte nicht anschießen. Mein Gott. Da hinten ist noch einer. Kannst du... Junge! Jawohl. Irgendwo links war noch einer. Aber den sehe ich gerade nicht da. Bitte hab eine Heilung dabei von euch. Oh ja, perfekt. Guck mal, zumindest ein bisschen was. Ist schon mal ein Anfang. Auf jeden Fall. Weiß ich nicht, nehme ich mal mit. So, haben wir hier noch welche? Der erste Scav, den ich loote, hat Heilung für mich. So wünscht man sich das doch. So muss es sein. Wunderbar. Ich brauche Kekse. What the fuck? Keine Ahnung. Keine Ahnung, Jungs. Ich weiß schon wieder. Ich hab schon wieder vergessen, was ich suche. Ich verstehe es nicht. Warum ist das so schwer zu merken? Iskra? Iskra? Dieses Spiel macht mich wahnsinnig, ne? PMC Kills. Iskra. Hier kann man irgendwie auf das Ding hoch, ne? Ganz wild. Ach, warte mal, man kann ja jetzt vaulten. Natürlich kann man da hoch. Müsste ja sogar recht easy funktionieren. Vermutlich. Ja, lol. Oh Mann. Iskra. Leute, es kann doch nicht sein, dass ich schon wieder vergessen habe, was ich brauche. Mein Hirn ist einfach unglaublich in diesem Spiel. Meine Aufmerksamkeit liegt dann so krass. Oh, ein Maßband. Ein Maßband. Nach 4 PvP-Wipes und seit Anfang PvE-Modus sind Interchange und Reserve immer noch unbekannte Maps für mich. Reserve für mich tatsächlich auch komplett. Da habe ich vielleicht eine Runde drauf gespielt.
Insgesamt. Und Interchange bin ich immer wieder mit dem Scav drauf. Und ich weiß jetzt aber trotzdem nicht, muss ich da lang oder keine Ahnung. Ich will, ich suche eine Autobatterie, theoretisch. Streets spielst du lieber. Streets habe ich auch noch nicht eine einzige Runde drauf gespielt, tatsächlich. Ist auch ein bisschen her, dass ich... Oh, Medical. Warte mal. Komme ich hier rein? Das sieht doch nach Medizin aus hier. Bist mal weg, Samu. Alles klar. Schön, dass du am Start warst. Oh, oh, perfekt. Oh, ich bin gerettet. Ich habe Medizin gefunden. Jetzt kann ich richtig kämpfen. Let's go. Eine Autobatterie. Autobatterie für die, für das Versteck. Iskra-Rationen. Und irgendwas war doch noch, was ich sammeln muss. Ah, den Gas Analyzer. Ah, warte mal. Gas Analyzer findet man in diesen Dingern. In den Werkzeugkoffern. Hier. Ah, da war ein Schraubenzieher drin. Okay. Oh Mann, ey. Ich weiß nicht, was Tarkov mit mir anstellt, dass ich... Dass mein Kopf da so... Ich weiß nicht. Gedächtnis wie ein Goldfisch. Tarkov löst bei mir ein Gedächtnis wie ein Goldfisch aus. Magazin und irgendwas, keine Ahnung, EL. Autobatterien gibt es auch auf Customs, ja, kann sein. Ah, warte mal, nee, in den Laden will ich eben nicht rein. Eigentlich will ich in... In den Obi. Eigentlich will ich doch gar nichts von denen jetzt, oder? Entschuldigung. Kurz angrabbeln heißt's. Da wurde sich wahnsinnig drüber beschwert, dass ich die Leichen nicht angrabbel. Jetzt mache ich's. Keine Ahnung. Keine Ahnung.
bin auf der Suche nach guter Munition. Das ist gute Munition. Lol, die geht in die rein. Geil. Kann man mal machen. Ich glaube, die ist nix. Das ist doch Quatsch, hier die jetzt mitzunehmen. Was ist mit dir? Das ist doch auch Blödsinn. Die geht da auch nicht rein. Wegwerfen. Überall kann man gutes und schlechtes Zeug finden, ja, absolut. Ich wollte doch... Er hat einfach aufgehört. Ich wollte eigentlich das Magazin laden. Es wird übrigens in Zukunft vermutlich immer montags, vormittags den Livestream mit Tarkov geben. Passt voll. Ja, passt schon. Ich will mal erstmal das 60er Mac mit der schlechten Munition. Wieso vormittags? Das hat jetzt einen HP geheilt. Wie sieht's denn hier aus? Weil montags, vormittags, weil ich da aktuell Zeit habe. Deswegen. Vormittags. Hat er gerade gesagt, Grenade out? Ah! Also, das sind USAC-PMCs. Die will ich eigentlich killen. Aber die scheinen irgendwie ein bisschen aggro auf mich zu sein. Sie. LOL. Wow, hab ich mich erschrocken. Wo? Da oben. Wow. Wie viel Zeit habe ich denn eigentlich noch? 16 Minuten. Oh Mann. Oh oh.
Nur angrabbeln. Reicht schon, heißt es. Gar nicht länger großartig durchsuchen. Und jetzt will ich den USAC noch haben. Vor allem auch seine Dogtag. Ich glaube, der Helm ist gut. Granate. Wo ist er? Warum werfen hier die ganze Zeit die Leute die Granaten auf mich, Mann? Hä? Und wo hat er jetzt die Granate auf mich geworfen? Machst du das? Ist das ein Silencer? Ja. Nehme ich. Hallo? Wo sind meine Ausgänge? Ich gehe jetzt einfach. Emma, komm. Da ich keine Ahnung habe, wo ich innen rumlaufen müsste, laufe ich jetzt durchs Parkhaus, glaube ich. Komme ich hier ins Parkhaus? Nein. Dann in dem Fall laufe ich außen rum. Wohl anscheinend. Ich hab's halt schon wieder vergessen. Das gibt's doch gar nicht. Was war denn da nochmal? Kekse? Nee, was brauche ich noch? Verdammte Axt. Das kann doch nicht wahr sein. Ich sag ja, Tarkov bringt mir ein Gedächtnis wie ein Goldfisch. Ich hab keine Ahnung warum. So schlimm ist es normal nicht. Aber in Tarkov? Uff. Ein Gas Analyzer, genau, so. Was ist das denn? Das sieht ja cool aus. Voll der Sniperhut. Den will ich haben. Ha. Huh. Gut, Hut. Schon wieder nicht so richtig das machen können, was ich machen wollte. Aber ich denke, das war ein ganz anständiger Raid. Chillig.
Ich bin mal gespannt, was ich da sonst noch so alles gekillt habe gerade. Ich habe ja nicht alles gelootet. Und vielleicht war irgendwo doch noch ein PMC dabei mit Dogtag, den ich verpeilt habe. Ja, guck mal, zwei Stück? Wait, warte. Und nochmal einer hier? Ah, die sind manchmal echt nicht erkennbar als PMCs, ne? Dann waren das die oben. Also das war einer, glaube ich, oben im... Hier, Rolltreppe rauf. Und die beiden? 1735 und 1738. Das gucke ich mir in der Aufnahme dann nochmal an. Aber, ja, wie viele Kills haben wir denn insgesamt? 18 Kills. Davon 1, 2, 3, 4 PMCs. Oh, schade, da hätte ich die Dogtags mitnehmen müssen. Mist, für die Quest. Wir werfen mal einen ganz schnellen Blick auf den Quest-Fortschritt mit den PMC-Kills. Hier, drei Stück schon. Und Dogtags könnte ich auch schon ein paar übergeben, glaube ich. Ich habe ja auch welche einfach so gefunden. Guck mal. 5 Dogtags schon und 3 USEC-PMC-Kills. Nice. Und damit... Alle, die Licht live dabei sind, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.